Künstliche Intelligenz ist mittlerweile auch in der Onkologie ein schillernder Begriff. Sie soll versuchen, die Vielzahl an Informationen, die für die Behandlung von Patienten wichtig sind, wie beispielsweise die genetische Beschaffenheit des Tumors, die möglicherweise einsetzbaren Medikamente mit ihren Nebenwirkungen, aktuelle Studien und weitere Untersuchungsergebnisse so aufzubereiten, dass sie eine Erleichterung für den Arzt darstellen. Es stellt sich natürlich die Frage, ob künstliche Intelligenz vielleicht zukünftig auch Diagnosen stellen wird. Künstliche Intelligenz in der Medizin ist auf dem Vormarsch. Sie beschäftigt sich mit den täglich größer werdenden Datenmengen, den immer komplexer werdenden Zusammenhängen, dem Versuch, diese zu berechnen und lernende Systeme zu entwickeln. Sie können den Arzt in Vorbereitung auf die Behandlung unterstützen. Der Arzt bringt sein Wissen in die Behandlungssituation mit den Patienten unmittelbar ein und künstliche Intelligenz unterstützt ihn dabei. Künstliche Intelligenz hilft heute bereits dabei, die Frage zu beantworten, ob ein auffälliger Befund auf der Haut ein Melanom ist oder nicht. Künstliche Intelligenz vergleicht in kurzer Zeit 100.000 von Bildern ähnlicher Befunde und hilft dabei, die Entscheidung zu fällen, Krebs oder nicht. Ein Arzt wäre in vergleichbarer Zeit nicht in der Lage, diese sinnvollen Vergleiche durchzuführen. Deshalb ist es wichtig, dass das Wissen und die Erfahrung des Arztes und die künstliche Intelligenz zusammen zum Einsatz kommen. Der Arzt soll seine Verantwortung nicht an die künstliche Intelligenz abgeben, sondern diese soll ihm bei seinen Entscheidungen unterstützen. Nur so kommt die künstliche Intelligenz auch den Patienten in der Behandlung zugute. Ärzte, Programmierer und Politiker haben zukünftig die Aufgabe, künstliche Intelligenz so weiterzuentwickeln, dass sie den Arzt unterstützen und sie zum Wohle des Patienten eingesetzt werden kann. Dazu sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen notwendig. Wir als Deutsche Krebsgesellschaft setzen uns dafür ein.